Manchmal ist es echt sinnlos. Hm? Du sagst es. Weiblicher Korpus zwischen 15 und 18 Jahren. Todeszeitpunkt vor höchstens 12 Stunden. Guten Morgen. Wenn man überhaupt so sagen kann. Servus. Also, die meisten Blutspuren haben wir da drüben gefunden. Das ist höchstwahrscheinlich auf der Tatort. Sie ist halb ausgezogen. Die Bekleidungsstücke haben wir gefunden, bis auf eine Stiflette. So wie es ausschaut, war sie bei der Tat noch bekleidet. Danach hat er die Jeans ausgezogen und... Tja, den Rest gibt euch die Franziska. Multiple Einstiche im Brustbereich und Abdomen. Todesursache war mit Sicherheit ein Herzstich. Das Messer haben wir? Nein. Hat er sie vergewaltigt? Wir müssen mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen. Ach, geh bitte nicht jetzt. Also, jetzt mal ehrlich gesagt, Franziska, ich bin froh, dass ich deinen Job nicht machen muss. Immer so nah an den Toten. Die Toten haben es wenigstens überstanden. Die Angehörigen haben das Schlimmste noch vor sich. Und die drei müssen es ihnen sagen. Ist auch nicht leicht. Das heißt ja Gefechtsdisziplin. Hätte ich gleich in die Schule können. Sicher. Jeder Scheißkerl killt mein Hai. Wer weiß, wo die depperte Schwester ihr Gras versteckt. Was abhören. Du bist so paranoid. Ja, andauernd klingelt das Telefon oder das Handy von meiner Mom. Hallo, Polizei. Scheiße, ich gebe auch rein vor der Tür. Vielleicht hat mich die von gegenüber vorher kiffen sehen. Die gehen gerade. Schauen ziemlich deppert aus. Hast du sie auch gesehen? Also, ich hab gedacht, die hätte mir getäuscht. Suchen Sie was? Brauchen Sie Hilfe? Den Herrn und die Frau Gisch hat man gesucht. Ihn habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen. Ich glaube, der wohnt ja gar nicht mehr fix da. Und Sie? Normalerweise bringt es den Buben um 7:30 in die Schule. Heute nicht. Heute ist erst um 9 weg. Ich glaub mit einer Freundin. Na, hört das irgendwann auf? Ich glaube, sie sind weg. Das ist der Anschluss der Familie Gisch. Nachrichten bitte nach dem Turm. Doch selbst keine Ahnung. Lässt uns mal rein. Sind deine Eltern da? Wir haben versucht, deine Mutter zu erreichen am Telefon. Die ist beim Powerwalking mit einer Freundin. Dann nimmt sie ihr Handy nicht mit. Was ist denn? Du solltest vielleicht mal lüften. Das Gras riecht man immer noch. Gras? Lüften? Wieso? Das waren 3 Fragen auf einmal. Das Raumspray allein reicht nicht, wenn deine Eltern wiederkommen. Bist du nicht ein bisschen zu jung zum Kiffen? 14? Eh 15. Bald 16. Und das, ist wahrscheinlich der Tee. Bin krank. Grippe. Was ist denn? Könnten wir die Freundin, die mit deiner Mutter unterwegs ist, vielleicht am Telefon sprechen? Mach dir keinen Kopf, das geht nicht um das Gras.
Moni? Ja, hier ist der Benni. Ist die Mama da? Mama? Ja, du, hier sind zwei Polizisten und wollen mit dir reden. Ja, okay. Frau Gisch? Danke, Moni. Baba. Benni, hast du was angestellt? Ich hab nichts gemacht. Frau Gisch, das ist mein Kollege Novak. Wir haben telefoniert. Rybarski, setzen Sie sich. Es geht um Ihre Tochter Leonie. Die Leonie? Was ist denn mit der Leonie? Wir haben heute Morgen eine Frau tot aufgefunden. Sie ist Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Mit aller Wahrscheinlichkeit handelt es sich dabei um ihre Tochter. Unser aufrichtiges Beileid. Mama. Quatsch. Die Leonie übernachtet bei der Therese. Wo ist mein Handy? Benni? Ich habe aber auch keine Nachricht hinterlassen. Das hört sie eh nie, aber nur noch Sinn. Setzen Sie sich bitte, Frau Gisch. Frau Gisch. Setzen Sie sich bitte. Ist das der Ausweis Ihrer Tochter? Ich möchte Sie bitten, das zu unterlassen. Wir brauchen das noch für den Erkennungsdienst. Was ist denn? Wie ist Mama? Sie ist ermordet worden. Wir sollten die Details vielleicht nicht hier. Allerdings ist es unerlässlich, dass ein Angehöriger eine eindeutige Identifizierung vornimmt. Eindeutige Identifizierung? Heißt, es ist vielleicht nicht die Leonie? Nein. Es spricht alles dafür. Unser aufrichtiges Beileid, Herr Gisch. Ja. Was haben Sie nun... Was haben Sie mit ihr gemacht? Kommen Sie, lassen Sie uns rausgehen, okay? Wie ist es denn? Ihre Tochter wurde erstochen. Ich weiß, das ist kein Trost, aber bei einem Herzstich tritt der Exitus sehr schnell ein. Hat man... Sie vergewaltigt. Kommen Sie, Ihre Frau wird gleich da sein. Gehen wir raus. Reingehen. Ihr Mann hat ihre Tochter bereits identifiziert. Ist das die Leonie? Thomas! Bist du sicher? Glaubst du, ich erkenne meine eigene Tochter nicht? Geh mal rein. Sie brauchen da nicht reingehen, okay? Du Schwein! Du meine! Ja. Das war er. Das war der Johnny. Der Johannes Wanker war. Johannes Wanke? Ja. Wer ist das? Johnny, so nennt er sich. Er hat sie geschlagen, als sie noch zusammen waren. Wir werden das überprüfen. Frau Gisch, wir gehen dem nach. Jetzt lass doch das Scheißzeug. Hast du die Nummer? Ich muss sie gelöscht haben, die sie mit dem Schluss gemacht hat. Das ist der Erste, mit dem wir reden werden. Ich verspreche an dich. Ich habe die Nummer nicht mehr. Sie müssen die Eltern googeln. Wanke Senior, das ist eine Anwaltskanzlei. Wanke und Stormann, glaube ich. Da finden Sie was. Beruhigen Sie sich, wir setzen Sie sich hin. Kommen Sie. Ich kenne Sie nicht. Ich kenne Sie nicht. Die Tatwaffe ist höchstwahrscheinlich ein Jagdmesser
mit gezahntem Klingenrücken. Sowas in der Art. Genau wissen wir es noch nicht. An Brustbein und Rippenknorpeln Metallsplitter, die Analyse läuft. Ja, und anhand dieser Analyse kann man dann den Messertyp ein bisschen eingrenzen. Tja. So, hier an Leonies Hals konnte ich deutliche Wundmale im Abstand von 10 cm ausmachen. Elektroschocker. Ja, vermutlich hat man sie so bewegungsunfähig gemacht, bevor es zur eigentlichen Tat kam. Das kann ich jetzt mit Sicherheit sagen, dass der sexuelle Übergriff postmortem stattgefunden hat. Mhm. Der Mord versetzt den Täter in sexuelle Erregung. Der Release folgt vermutlich aufgrund Exitus des Opfers. Die DNA aus den Spermaspuren ist übrigens nicht registriert. Okay, das heißt ein Neuzugang. Oder Tourist. Ich jag das Ganze gerade durch die Interpol-Datenbank, aber wie wir wissen, kann sowas dauern. Und? Die Eltern? So eine Katastrophe. Da frisst jeder seine Trauer in sich hinein. Die reden einfach nicht miteinander. Wissen wir jetzt eigentlich schon was über den letzten Aufenthaltsort des Opfers? Naja, wir haben mit ihrem Freund telefoniert. Der sagt, er hat sie zuletzt vor einem Lokal am Kanal gesehen, um Mitternacht herum. Interessant ist, dass die offenbar viel miteinander gestritten haben. Die Eltern sagen, er habe ihr sogar eine gezischt. Naja, wieso sitzt das Herzl dann noch nicht bei uns? Das Herzl ist auf dem Weg zu uns, samt Vater und Anwalt. Na, wunderbar, wenn wir dem Trio anständig einheizen. Du, der Vater ist der Anwalt. Den Mund wieder zumachen. Hast du ein bisschen ausgeputzt, bevor du zu uns gekommen bist? Die Kleidung meines Mandanten tut wohl nichts zur Sache, oder? Selbstverständlich nicht. Und auch die Duzerei schätzen wir nicht besonders. Das ist mal sehr jovial. Wir freuen uns einfach, wenn sich jemand für uns so schick macht, aber Sie haben völlig recht. Bleiben wir bei den Fakten. Fakt ist, am Samstagnacht wurde Leonie ermordet. Und? Haben wir ein Messer? Wird mein Mandant etwa des Mordes an der jungen Frau verdächtigt? Nein. Bislang haben wir nichts Konkretes gegen ihn vorliegen. Und nebenbei bemerkt, die junge Frau war ein Mädchen. Mein Mandant. Kann so einfach nicht selber antworten, Herr Anwalt. Wir würden gerne mit dem Sonderlern reden. Dagegen muss ich protestieren. Können Sie gerne. Jederzeit, kein Problem, aber bitte in den Raum. Können Sie zuschauen. Sollten wir uns daneben benehmen? Was wir garantiert nicht tun werden. Können Sie natürlich jederzeit reinkommen und das Gespräch unterbrechen. Es würde auch beweisen, dass Ihr Sohn nichts zu verbergen hat. Das Gespräch wird aufgezeichnet. Ich verfolge von nebenan. Also, Johnny. Johannes. Johnny nennen mich meine Freunde. Für Sie Johannes oder Herr Wanka? Na schön, Herr Wanka. 20 Jahre alt, vor 5 Monaten Abitur gemacht, 1 oder 2 Ehrenrunden gedreht. Und seitdem wird nur noch gefeiert. 3 Fragen haben wir. Erstens, was ist an dem Abend passiert? Zweitens, wo waren denn Sie, Herr Wanka, zum Tatzeitpunkt? Und drittens, wart ihr zu der Zeit überhaupt noch zusammen? Drei klare Antworten und Sie können wieder gehen. Du und dein Vater. Also? Ja, wir waren zusammen. Dann wieder nicht. So viel zu den klaren Antworten. Vor ein paar Wochen hatten Leo und ich ein bisschen Stress. Da hat sie sich getrennt. Ein bisschen Stress? Du meinst, den Abend, wo du ihr eine gescheuert hast, ja?
Wir haben uns beide gefetzt. Die Leo hat auch ziemlich austeilen können. Vor 2 Wochen ist sie wiedergekommen. Von da an lief sie eher locker. Locker? Locker halt. Hatte noch etwas mit einer anderen. Feldspieler, verstehen Sie? Ja, ich bin da. Ist er vorbei? Ist sie das? Ja, warte. Ella, ich weiß, dass es du bist, du verdammte Schlampe! Sag mal, hast du deine Tage der Opfer? Ich mach dich fertig! Mein fucking Simmler, du! Was denkst du? Leute! Hey, lass den Scheiß, Mann. Hey, alles gut. Dabei hat sie nur gelacht. Einkraucht was auch. Schlecht drauf, schon seit längerem. Dann ist sie weg. Allein. Das war das letzte Mal, dass ich sie gesehen habe. Und du bist hier nicht nach an dem Abend. Warum? Bringt doch nichts. Bringt doch nichts. Ich möchte betonen, dass Sie bisher keinerlei Indizien oder konkrete Verdachtsmomente... Moment einmal. Verdächtig sind vorerst alle im Umfeld von der Leonie Gysch. Und wissen Sie, das mit den Indizien, das ist ein bisschen so wie mit Verwandten besuchen. Die trudeln gern noch und noch hin. Dass Leonie zu Hause Probleme hatte, das ist dir schon bewusst, oder? Ja. Lassen Sie sich entscheiden. Weltbewegend ist das nicht. Für Sie schon. Hat mich halt nicht interessiert. Ist das jetzt ein Verbrechen? Die Hälfte meiner Freunde haben geschiedene Eltern, so what? Darum geht's hier aber nicht. Hier geht's um Mord. Hier geht's um den kaltblütigen Mord an deiner Ex-Freundin, die du schon mal geschlagen hast. Geschlagen? Was heißt hier geschlagen? Ja, wir haben uns gefetzt. Dabei ist mir einmal die Hand ausgerutscht. Danach wollte sie mich nicht wiedersehen, aber nochmal, sie ist wiedergekommen, nicht ich. Wie ist sie denn? Vergewaltigt. Erstochen. Die Details kennst wahrscheinlich nur du. Ich war's nicht. Vor 3 Wochen bist du aufgegriffen worden wegen Ruhestörung. Dabei haben die Kollegen ein Springmesser konfisziert. Und jetzt bin ich wirklich gespannt auf deinen Kommentar, mein Junge. Wie ist sie denn? Vergewaltigt. Erstochen. Die Details kennst wahrscheinlich nur du. Ich war's nicht. Vor 3 Wochen bist du aufgegriffen worden wegen Ruhestörung. Dabei haben die Kollegen ein Springmesser konfisziert. Und jetzt bin ich wirklich gespannt auf deinen Kommentar, mein Junge. Das Messer. Ja, ich habe manchmal ein Messer dabei. Aber nur so als Accessoire, nicht als Waffe. Messer ist Messer, Johnny. Sie können doch nicht glauben, dass ich jemals... schon gar nicht jemanden, den ich mag. Ja, ich hab's ja mögen. In letzter Zeit halt nicht. Es tut mir wirklich leid, dass... Geht's Ihren Eltern? Na, was glaubst du? Helfen Sie uns, Leonies Tag zu rekonstruieren. Hatte sie Streit mit irgendjemandem?
Gab es im Vorfeld irgendwelche merkwürdigen Anrufe? Anonyme Anrufe vielleicht? Ist Ihnen in letzter Zeit jemand aufgefallen, der Doms Haus beschlichen ist? Jemand, der da gar nicht herkehrt? Haben Sie diesen Johnny angesehen? Ja, haben wir. Haben Sie einen Verdächtigen? Ihr Motiv? Alles? Unwahrscheinlich, dass Wanka hinter dieser Tat steckt. Seine DNA wird gerade überprüft. Unwahrscheinlich. Dieses Bürschel aus sogenannten guten Hause hat unsere Tochter schon attackiert. Sagt Ihnen das gar nichts? Doch. Doch, das sagt uns sogar sehr viel. Nur hast es noch lange, dass er ein Mörder ist. Er passt dann ins Profil. Ins Profil? Und er hat ein Alibi. Frau Gisch, versuchen Sie sich möglichst genau an den Morgen zu erinnern. Da ist jetzt jedes Detail wichtig. Da war nichts ungewöhnlich. Du bist doch Schiss, ne? Bitte in Ruhe, scheiß Schlichter. Bitte mach die Tür zu. Scheißkind. Leonie, wie redest du denn? Gibt's vielleicht einen Tag, an dem ihr zwei euch nicht fetzt? Ich kann's nicht mehr hören, ich kann nicht mehr. Ja, und ich kann auch nicht mehr. Soll ich fragen, was los ist? Scheißegal. Du bist doch sowieso immer auf seiner Seite. Dann räumst du endlich auf. Was wird das? Ich darf halt bei der Tele ist. Du hast doch gesagt, das ist okay. Ja, stimmt, das ist okay. Na dann. Ich gehe jetzt in die Schule, wenn es erlaubt ist. Wir sollten bei Gelegenheit über Greta reden. Ja? Ich habe mir das genau überlegt und ich denke, es ist vor der Matura keine gute Idee. Bei deiner Entschuldigung, das sind meine Sommerferien. Ich habe ein Recht, dass ich... Nach der Matura kannst du Partyreisen machen, so viel und mit wem du willst. Was heißt der Partyreisen? Das ist doch... Schau, wenn es mit dir besser laufen würde in der Schule, okay. Ich muss jetzt los. Schule. Pflicht dafür. Leonie, bitte, warte! Leo, schau, ich verstehe doch, wie schwer das ist für dich, dich zu konzentrieren. Die ganze Geschichte von deinem Vater und von mir, das belastet dich sicher. Aber ich... Ja, hat gesagt, das ist okay. Dein Vater hat hier nichts zu sagen. Du wohnst bei mir und ich treffe die Entscheidungen für dich. Noch. Hey. Außerdem ist es wahrscheinlich der letzte gemeinsame Urlaub mit meinem kleinen Mädchen. Ich verstehe so gut, wieso der Papa abgehauen ist. Nur eine? War's das? Schönen Tag noch. Ah ja, PS. Ich hasse dich auch. War ein ganz normaler Morgen. Aber wir hatten schon lange keinen guten Morgen mehr. Ich glaube nicht, dass das hierher gehört. Natürlich nicht. Du wohnst hier nicht mehr. Zeigst du mir das Zimmer von deiner Schwester? Ich wollte nicht stören, aber... Frau Plonka. Ich hab gehört, was passiert ist. Mein herzliches Beileid. Ja, danke. Das ist doch furchtbar, was Sie gerade durchmachen müssen. Und da habe ich gedacht, den Gugelhupfen habe ich selber gemacht. Die Marmelade auch. Ist die Polizei bei Ihnen? Das ist doch gar kein Wunder bei den vielen Ausländern, dass man sich noch nicht einmal mehr auf die Straßen traut. Ah, Herr Kommissar, haben Sie schon was? Sobald wir was haben, sind Sie die Erste, die sofort, gnädige Frau. Frau Gisch, bitte. Wiederschauen. Da will man hilfsbereit sein. Weißt du, ob deine Schwester ein Tagebuch geführt hat? Nein. Dafür war sie viel zu faul. Ihr habt keine Verdächtigen, oder? Die Leo war schon länger mies drauf. Sie hat vor mir immer so getan, als kümmere sie das nichts mit Mama und Paps. Aber in der Nacht, da habe ich sie manchmal weinen hören. Dir macht das viel aus, stimmt's?
Worüber habt ihr euch an dem Morgen gestritten? Glaubst du, ich merke nicht, dass mein Gras immer weniger wird? Geh und erzähl's Mama. Der Benni raucht mein Gras. Was glaubst du, was dann los ist, wenn sie erfährt, dass ich kiff, das Gras auch noch von dir hab? Besorg dir einfach selber was. Alter, ich bin 15. Eh zu jung zum Kiffen. Ich mach's ja eh nicht regelmäßig. Außerdem kann's dir scheißegal sein. Ist es eh. Aber du bleibst in meinem Zimmer draußen, du Lauch. Ja, schleich dich, du Opfer. Bitch, mach die Tür zu! Ich sag noch zu ihr, du Opfer. Ach, Benni, man sagt viel im Leben. Ich hab mir gewünscht, dass ich ein Einzelkind wäre. Weil die Leo in letzter Zeit so arsch zu mir war. Weil, wie wir Kids waren, da war sie immer meine beste Freundin. Und jetzt? Jetzt ist es immer noch. Und wird es auch immer bleiben, wenn du das willst. Wir setzen alles daran, um den Täter zu finden, Herr Gisch. Ich hoffe, Sie lassen sich vom Geld der Bank das nicht beeindrucken. Nein. Beeindruckt uns eigentlich nie. Und Sie sollten sich nicht auf den Johnny als Täter kaprizieren. Wiedersehen. 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 Entschuldigung. Entschuldigung. Irgendwas ich mitbekommen! Tut mir leid, Chef. Ich komme einfach zu keinem schlüssigen Bild, was Leonis letzten Wege anbelangt. Ich habe sie hier noch höchstwahrscheinlich auf dieser Kamera. Also Statur und Kleidung würden passen. Demnach hat sie um 0.12 Uhr den Donaukanal hier verlassen und ist dann da weitergegangen Richtung Dampfschiffstraße. Danach keinerlei Aufzeichnungen mehr. Irgendwelche anderen Kameras? Ja, die restlichen 80 Verkehrsüberwachungskameras, aber die muss ich nur checken. Jedenfalls ihr Heimweg, reine Hypothese. Na dann. Nur viel Spaß. Gute Nacht. Ja. Ja. Schlaft's gut. Geh mal auf ein Bier. Nee, heute nicht. Ich krieg das Gesicht von dieser Maria Gisch nicht mehr aus dem Kopf. Also, nicht das Gesicht, den Schrei. Ich krieg ihn nicht mehr aus dem Kopf. Der war echt nicht von dieser Welt. Wenn nicht bald was passiert, irgendein Anhaltspunkt, Zeuge. Dann wird er voll kalt. Hm.
sollt mich in Ruhe lassen. Das wird teuer, wenn ich meinen Anwalt hole. Ihr habt doch keine Ahnung. Ihr sollt mich in Ruhe lassen. Ihr Arschlöcher! Hey, Kollegen, seid lieb, wir kennen den. Kann ich den Schlüssel für die Hand schauen, bitte? Gisch, was ist los? Ja. Um sich geschlagen hat, wie Männer mitnehmen wollen. Er hat in einem Lokal randaliert. In was für ein Lokal war das? Im Roten Teufel. Ja, am Buch sonst gewesen, was haben Sie im Buch gemacht? Holen Sie erstmal einen Verbandskasten, bitte. Der Herr hat den Barmann gefragt, ob er ihm eine nicht registrierte Schusswaffe besorgen kann. Nein. Hier übernehme ich. Kommen Sie, Gisch. Jetzt muss er mal daher. Langsam. Euch aufmalen. Sagen Sie es nicht, Sie wollten damit zum Wanker. Die Schuldigen kommen doch immer so davon. Da muss man ja. Nein, muss man nicht. Sie sind komplett neben der Spur. Sie fühlen sich hilflos und wissen nicht, wohin mit ihrer Wut. Der hat meine Tochter misshandelt. Und hinter ihm steht eine Familie, die so viel Geld hat, dass sie die gesamte Justiz zuscheißen kann. Zum Beispiel uns beide. Uns beide scheißt niemand zu. Da denkt man immer, es wird doch noch alles gut. Am Ende. Na, was war? Nix. Gar nix. Dass man noch massenhaft Zeit hat, um alles zu richten. Aber wenn du es mir laufst, dann kann die gar nichts mehr sagen. Warte mal. Die ist deine Mutter und für dich verantwortlich, okay? Also ich auch. Aber wenn Mama meint, dass Greta keine gute Idee für dich ist wegen Schule und so, bist dann... Bist du so scheinheilig? Was? Ich meine, letzte Woche noch hast du noch gesagt, ja, Leonie, ich rede noch mal mit der Mama und... Ich meine, was ist los? Hattest du schlechtes Gewissen oder was? Schlechtes Gewissen? Warte mal, dass wir uns richtig verstehen, ne? Das mit Mama und mir. Das ist, Ich meine, den Nachmittag, da wo du mit deiner Tussi aus dem Hotel gekommen bist. Kurz bevor du der Mama gesagt hast, dass du eine Auszeit brauchst. Ich, die Therese und die Elle haben geschwänzt. Und da haben wir dich gesehen. Wie du da aus dem Boutique-Hotel gekommen bist. Um 2:30 am Nachmittag. Arm in Arm mit deiner Rothaarigen. Und dann hat sie dich auch noch geküsst. Ich meine, die Elle und die Therese haben das voll mitbekommen. Und ich bin fast gestorben. Und ich weiß, dass du mich auch gesehen hast. Da ist nur bis jetzt noch nicht die Eier dazu, mit mir darüber zu reden. In diesem Ton nicht, ja? Das ist alles nicht so einfach, wie ihr Kids euch das immer vorstellt. Du wirst nicht mehr bei uns sein. Einfacher geht's doch nicht. Ich werde immer für dich da sein. Mama und ich, wir haben uns auseinandergelegt. Ich gehe jetzt aus. Aber es ist doch noch... Ich hab keinen Bock, dass man sieht, wie du mich in die Schule bringst. Es tut mir leid. Und mir erst. Es wird alles gut, Leonie. Ich habe das gespürt, dass alles gut wird. Dass ich am Ende ja doch zu Maria zurückgehe und zu den Kids. Ja, sogar, dass sie mich zurücknimmt, habe ich gespürt. Gewusst habe ich's. Sogar während ich mit einer anderen Frau zusammen war, habe ich's gespürt.
Auf einmal ist wirklich alles aus. Wir lassen Sie jetzt nach Hause fahren. Sie schlafen sich erstmal richtig aus. Zu Hause gibt's nimmer. Oh ja. Doch. Gibt's. Und Herr Gisch, Sie versprechen, dass Sie sich auch in Zukunft keine Waffen besorgen werden, okay? Wenn Sie Johannes Wanka umbringt, dann bringen Sie vielleicht ein Arschloch um, zugegeben, aber kein Mörder. Es ist hundertprozentig sicher, dass es nicht war. Und was ist mit dem Benny? Der Benny braucht jetzt einen Vater. Aber er braucht keinen Vater, der mir helfen ist. Denken Sie mal noch. Machen Sie sich nicht unglücklich. Nicht unglücklich machen? Bin ich schon. Helmut, Karl, habt ihr mir kurz Zeit, bitte? Ich habe das Material sämtlicher Überwachungskameras durchforstet und bin dabei auf folgendes Bild gestoßen. Das ist Levi, an der zufällig dieses Taxi vorüberfährt. Dieses Taxi hat die Nummer Wien 2450 TX. Diese Nummer ist nicht offiziell vergeben. Sie ist aber insofern besonders, weil sie schon für Filmaufnahmen verwendet wurde. Beim Film kannst du ja nicht polizeilich zugelassenes Kennzeichen verwenden. Ist ja, ja das ist mir eh bekannt. Was heißt das konkret? Das heißt konkret, dass Franz die Nadel im Heuhaufen gefunden hat. Der Filmausstatter Bergthaler hat vor 5 Monaten seinen Laden dicht machen müssen und das gesamte Inventar verkauft. Unter anderem diese gefakte Taxinummer. Und über den Käufer wissen wir was? Na, über den wissen wir leider gar nichts, weil der hat seine Sachen nur vom Flohmarkt verkauft. Okay, das heißt also, unser Mann sucht sich seine Opfer als falscher Taxifahrer. Gut, alle Taxizentralen benachrichtigen, die Fahrer sollen Ausschau halten nach dem Kennzeichen. Mache ich die Fahndung, gebe ich auch gleich raus. Zentrale? Ihr habt uns da eine Nummer gegeben von einem Taxi. Ja, genau. Das ist gerade bei mir vorbeigekommen. Unser Taxi. Kommen Sie vor Sie, die Gegend ist nicht sicher. Wenigstens an der Ecke da vorbei, bei den Junkies. Da vorne bei der U-Bahn-Station hängen Sie mal rum, die Gefasster. Ich hab selber eine Tochter. Ich würde die da nie gehen lassen. Wegen der Sicherheit. Wo ist der Taxameter? Braucht man nicht. Sie sind gar kein Taxi, oder? Was? Wieso bin ich kein Taxi? Halten Sie bitte an. Anhalten! Halten. Hey, hören Sie auf, Fräulein, ich bleib eh stehen. Wenn Sie unbedingt Taschen wollen.
Komm, Master, da! Was steht hier? Ich hab nicht gehört! Oh, steht am Rücken! Sie sind festgenommen wegen Mordverdacht. Hey, können Sie mich hören? Aufwachen, können Sie mich hören? Es ist alles in Ordnung, Sie sind in Sicherheit. Halt mich aber aus! Ist okay, sie ist bei Bewusstsein. Hey. Verheiratet, zwei Kinder, arbeitet als Hausbesorger. Freundlich, umgänglich, hilfsbereit. Mitglied im Kegelverein. Und Mädchenmörder, ist kein Zweifel. Leider wahrscheinlich nicht seine erste Tat. Die Kollegen aus Linz melden einen ganz ähnlichen Fall von vor 4 Monaten. Eine ermordete Prostituierte, erstochen. Bisher ging man von einer Milieutat aus. Wir checken gerade die Parallelen. Der DNA-Abgleich ist positiv. Das Messer, das er bei hatte, ist die Tatwaffe. Das ist definitiv der Mörder von Leonie Gisch. Und ich sag euch was. So wie der gestrickt ist, das wäre erst der Anfang gewesen. Naja. Und wenn wir Pech haben, sperren die den jetzt weg. Aber irgendwann wieder therapiert, er ist geheilt, entlassen. Und dann geht der ganze Wahnsinn wieder von vorn los. Ich wusste nicht, dass du hier.